Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile von Cumuli von Himola 4637, ein Zweisitzer in Leder Longlife Soft Fels. Nun, ein Vorteil, 1,68 Meter Breite, volle Bequemlichkeit. Ups, warum geht es nicht? Weil man hier ziehen muss, dann kommt das Fußteil raus. Ganz einfach rein. Ziehen, raus. Schon mal nicht schlecht. Und jetzt lehne ich mich nach hinten und dann geht das ganze Ding nach hinten. Hier oben habe ich dann noch die Möglichkeit, das Kopfteil anzupassen. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich liege ganz gut. Vor allem ist das Fußteil schön lang. Das Ganze ist solide in der Qualität. Das ist etwas... Ja, für mich kein Problem, aber für Leichtgewichtige etwas schwieriger. Raus geht's einfach, rein muss ich ein bisschen drücken, das ist ein Nachteil. Aber die Funktion ohne Elektrik, unkaputtbar, toller Liegekomfort, ein Longlife-Leder der Spitzenklasse. Nachteil sicherlich der Preis, Sie zahlen im Fachgeschäft für so ein Sofa circa 3 Mille. Sie können auch wunderbar so liegen. Das Armteil ist allerdings fest, nicht klappbar. Ja, okay. Das brauche ich aber eigentlich weniger so zu liegen, weil ich habe ja diese Funktion. Hebel, zack. So kann ich mir es am Abend gemütlich machen. Farbe ist gut zu kombinieren. Das Ding hat Charme mit dieser Knopfabheftung, mit der schmalen Armlehne. Und es hat Stil. Vor allem ist es aber super komfortabel. Wenn Sie sowas suchen, würde ich Cumuli in Betracht ziehen. Advertising, profischnapp.de verkauft Messestücke, Prototypen, Fotomuster, wie zum Beispiel auch dieses Stück. Das ist ein EDV-Fehler, Kunde bestellt, falsche Nummer eingegeben, falsche Ausführung produziert. Deshalb jetzt fast zum halben Preis. Cumuli von Himola mit manueller Funktion. Wunderbar, wandfreier Beschlag übrigens, also Sie brauchen nicht von der Wand mehr als 10 cm wegbleiben, auch noch ein Vorteil, habe ich vergessen. So, that's it, wenn Sie das Stück haben wollen, profischnapp.de oder live hier in Empfingen, würde mich freuen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt, profischnapp.de.